Ah! Verdammter Stuhl. Morgen, Schätzchen. Ist es nicht längst Zeit für die Schule? Wir haben Ferien. Setz dich hin. Hast du irgendwas mitgebracht, wovon ich wissen sollte? Läuse, Krätze, Ruhr, Dengelfieber? Ich glaube nicht. Nur die Blasen an den Füßen. Mama, wir müssen deine Haare waschen. Steinschläge in Annapurna, Überschwemmung im Rohlwalingtal, Schneestürme in Solokumbu, Wäldern Osttibets, chinesischen Dorfgefängnissen, betrunkenen Polizisten, Busse, die in tiefen Schluchten zerschellten, Bergsteiger, Pumori, Höhenkrankheit. Hallo? Hallo, ist sie da? Sie schläft und will nicht gestört werden. Sie soll nicht so viel schlafen, lieber schreiben. Sie ist wieder da. Hab's gehört. Willst du wissen, wo sie war? Ich denk nach ranzigem Fett. Grönland? Nepal und Tibet. Tibet ohne Einreiseerlaubnis. Sie musste sich nachts über die Grenze schleichen. Sie musste in Nomadenzelten wohnen und in verlassenen Bergdörfern verstecken. Einmal hat sie einen Polizist gefunden und sie ins Gefängnis gesteckt, aber sie hat ihn mit Chang betrunken gemacht und ist abgehauen. Betrunken gemacht? Mit ihm gebumst wird sie haben. Mit einem dreckigen, besoffenen Chinesen. Das ist lieb. Bringst du mir das Bildtelefon? Mom? Mom? Mom, bist du hier? Mach das Licht wieder dunkler. Hat Anna angerufen? Das ist Lobsang. Deine Mutter ist eine verdammte Ethnonutte. Bald wird sie gar nicht mehr zählen können. Die Eskimos, die Indios, all die Madenfresser. Und jetzt hat sie sogar schon ein Yeti in ihrer Sammlung. Herzlichen Glückwunsch. Also, ein Yeti ist er nicht, Papa. Er ist ein Sherpa. Ist mir scheißegal, was dieser Jagdtreiber ist. Ich werde jetzt aufstehen und ihr die Meinung sagen. Ich will, dass sie diesen Zuhälter Arne anruft und ihm sagt, dass sie nie wieder für ihn als dreckige Hure arbeiten wird. Nein, mach du das lieber. Und sag dir, sie soll kommen und mir guten Tag sagen. Neue Steigeisen und ein Daunenanzug von Mountain Equipment. Ein Dreimannszelt von Wild East, Eisschrauben und 1000 Meter Seil. Mein Eispickel muss nur geschärft werden, aber ich brauche noch 2 dazu und 30 Flaschen Sauerstoff. Wo willst du denn hin, Mama? Moment mal. Mit Lobsang auf den Everest. Was machst du denn noch hier? Warum bist du nicht im Bett?
Ich hab nur Papas Milch vergessen. Arne holt mich in einer Viertelstunde ab und bringt mich zum Flughafen. Gut. Liebes, bist du es? Hast du meine Milch vergessen? Hier ist deine Milch. Wo willst du denn hin mit dem Rucksack? Mein erst 8000er besteigen. Szene ist 10. Also 10, 1. Ja. Das ist also Lobs an. Ja. Okay. Szene 3, 1. Steinschläge in Annapurna. Es ist so schlimm, Mann. Alter. Wir könnten auch so machen, dass ich halt so sitze. Dann mach ich's. Steinschläge im Annapurna. Scheiße, Mann. Überschwemmung. für die Kamera, er ist nicht ganz nackt. Aber das weiß man nicht. Vielleicht sollte ich einfach ganz nackt sein, dann ist der Effekt besser. Ja. Ich muss euch kotzen, Alter. Neues Steigeisen und ein Daunenanzug von Mountain Equipment. Ein Dreimann-Zelt von Walt East. Ich will, dass ihr nie wieder... Ach, Entschuldigung. Moment. Okay. Deine Mutter ist eine verdammte Ebner-Mutter. Ja. Ja, das ist nicht.